Grüße euch. Heute zeige ich euch, wie ich eine Rohkostpizza mit Portobello mache, dass ich es auch low carb und natürlich Rohkost. Ich gehe wie immer auf die Pflanzenordnungen und Pflanzenfamilien ein, wie in meinem großen Rohkostbuch, und nehme euch mit in meinen Garten. Zum Beispiel hier für die Vogelmiere, die ich als Beilage verwenden werde. Der Portobello hat den Vorteil, dass er zu den Champignons gehört. Er ist einfach nur sehr groß und dadurch ist er auch roh sehr gut essbar. Anders als andere Pilze kann er also häufiger auf dem Speiseplan stehen. Um ihn noch geschmacksneutraler zu bekommen, ist es günstig, die braune Haut zu entfernen. Das geht sehr einfach. Und man muss sie nicht wegschmerzen, sie kann auch für andere Zubereitungen verwendet werden, wie zum Beispiel Gemüsebrot oder für eine Champignon-Soße, wo der Geschmack von den Schwammerln mehr herauskommen soll. In diesem Fall habe ich aber die braune Haut abgezogen. Hier hole ich mit einem Grapefruitlöffel, der an der Seite leicht gekerbt ist, somit kann der Portobello sehr gut ausgeschabt werden. Und natürlich schmeiße ich diese Fülle nicht weg, sondern verwende sie nachher gemeinsam mit den anderen Zutaten als Auflage für die so entstehende Rohkostpizza. Ich habe noch eine alte Rohkost-Tamari-Soße, das heißt, sie ist unpasteurisiert, ist schon 2015 abgelaufen. Aber macht nichts, ich hab dafür sehr wenig Verwendung. In diesem Fall, denke ich, könnte es ganz gut dazu passen und spritze ich einfach dazu als Würzung auch gleich hinein in die Pilze. Das muss nicht sein, aber als Anregung. Manche verwenden ganz gerne Hefewürze, das verwende ich eher ungerne. Oder, was auch ganz nett ist, selbstfermentiertes, wie zum Beispiel Apfelessig oder ein Saft. Oder eine Kammhefe von Sauerkraut, ganz nach Geschmack. Hier höhle ich noch den dritten Portobello aus. Die Form wie dieser Portobello wird ein besonders schönes Exemplar, weil er so schön nach innen gebogen ist. Durch die Form passt hier sehr viel hinein. Natürlich können auch normale Champignons verwendet werden, nur sind dann natürlich kleinere Mini-Pizzas das Ergebnis. Dann schneide ich diese Fülle klein und hole Paradeiser oder Tomaten. Ich entferne die Schale, das ist dann möglich, wenn der Paradeiser wirklich schön reif ist. Wer einen Garten hat, weiß, die Haut ist das Einzige, das auch im Winter unversehrt bleibt. Mikroorganismen und kleine Tierchen fressen die Haut nicht, also lasse ich sie auch übrig. Ich schneide die Paradeiser bzw. Tomaten klein und mische sie unter das zerkleinerte Schwammerl-Fruchtfleisch. Und dann noch ein paar Paprika. Auch sie gehören so wie die Paradeiser zu den Nachtschattenartigen. Dann ein bisschen Zwiebel, gehört zu den Spargelartigen. Achtung, Zwiebel kann durchaus etwas blähen. Da ist es möglicherweise praktischer, einen Knoblauch zu verwenden oder noch besser, einen Bärlauch. Einen wilden Bärlauch, so wie er auch im Garten oder derzeit in Wäldern zu finden ist. Ein bisschen Salz auf die Füllung. Und da meine Knoblauchzehen schon am Austreiben sind, verwende ich die in diesem Fall. Auch sehr gut sind eingeweichte Cashewkerne. Die Cashewkerne wie auch der Knoblauch lassen sich sehr gut durch die Knoblauchpresse drücken. Das geht sehr einfach und eigentlich lassen sich die eingeweichten Cashewkerne sogar einfacher durch die Knoblauchpresse drücken als der Knoblauch selbst.
Dann ein paar Lippenblütlerartigen, also italienische Gewürze wie Majoran, Oregano. Wer möchte, kann auch Lippenblütler aus dem Garten nehmen. Jetzt wachsen zum Beispiel Schwarznessel. Ich habe Lippenblütler generell sehr gerne. Ich habe das Gefühl, sie unterstützen auch mein Immunsystem und wirken gegen meine Allergien. Die Schwarznessel ist sehr aromatisch. Dann das Ganze durchmischen. Wie immer gilt, alle Zutaten vor dem Mischen kosten, ob sie auch in der Menge roh so pur gegessen werden würden, und natürlich dann auch nach dem Mischen nochmal abschmecken, ob die Würzung so passt. Zum Schluss kommen noch ein paar Cashewkerne als Dekoration darüber, auch wieder mit der Knoblauchpresse. Wer möchte, kann auch eine Cashew-Soße machen, aber so finde ich, ist es praktischer. Also es braucht keine zusätzliche Feuchtigkeit und so ist auch etwas Fett dabei. Ich verwende ungern Öle oder Avocados, da habe ich lieber Cashewkerne, die haben auch ein sehr ausgewogenes Eiweißprofil. Dann kommt das Ganze in das Dörrgerät. Zeit für eine kleine Pause, vielleicht eine Trinkkokosnuss trinken und das Ganze so 3 bis 4 Stunden dörren lassen. Dann herausholen, wenn es schön weich ist, schön durchgewürzt und am Teller servieren. Solche Rezepte verwende ich gerne, wenn sie auch wirklich mit Messer und Gabel essbar sind, denn sonst esse ich ja auch einfach von der Hand in den Mund. Hier sind ein Pärchen Wildenten in unserem Garten. Da gefällt es ihnen auch sehr gut und sie schnabulieren auch sehr gerne an der Vogelmiere, die ist vorne zu sehen im Bild. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen hoch, übers Abonnieren und natürlich übers Weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal. Servus!